Moin Leute von heute, was geht ab? Hier ist am Start für euch. Herzlich willkommen zum ersten Live-Gameplay. Ihr seht mich natürlich heute das erste Mal live. Ich habe mir gedacht, vor Weihnachten mache ich nochmal ein Live-Gameplay, weil ich euch das ja versprochen hatte. Auf jeden Fall, hier sieht das ein bisschen komisch aus. Ich habe nämlich hier gerade mein Headset dabei, wo ich mit spreche und hiermit höre ich. Hier ist normalerweise mein Headset dran, aber das ist kaputt gegangen. Müssen wir leider so machen. Erstmal wünsche ich euch natürlich einen schönen vierten Advent. Und natürlich auch frohe Weihnachten. Vielleicht mache ich noch ein Gameplay vor, keine Ahnung. Auf jeden Fall besprechen ich und Beast, der ist nämlich heute dabei. Sag mal hallo. Hallo. Was geht ab, Beast? Ist auch am Start. Okay, alles klar. Wir machen das jetzt so, dass wir jedes Emblem mal kurz vorstellen. Und zwar beginnen wir hier mit dem ersten geheimen Emblem. Das ist nämlich das Busch-Emblem. Was muss man dafür machen? Du kannst das ja mal erzählen kurz. Ja, also ihr kennt ja den Tarnsuit oder halt den Busch-Anzug, wie wir es nennen. Und ihr müsst einfach einen Gegner, der diesen Anzug hat, kneifen. Ja, genau so sieht's aus. Auf jeden Fall müsst ihr einen mit diesem Buschanzug kneifen. Und bei dem zweiten Emblem, das mit den Kopfhörer? Da müsst ihr einen mit dem PVC Elite Taktiker Anzug, den müsst ihr mit einem MG einen Headshot geben. Ein Headshot geben, alles klar. Dann gehen wir am besten mal weiter zum nächsten Emblem. Das wäre, ja, lassen wir die anderen aus, die sind schon beschrieben. Oder hier erreichen sie Clanstufe 13, 16 und so weiter, 18. Das geht bis 25, ja. Wo der Affe kommt. Und dann geht das ja weiter mit dem Clankrieg verdient, mit den Auge-um-Auge-Emblem. Ja, da müsst ihr einfach 4 Positionen gleichzeitig halten. Positionen muss man gleichzeitig halten? Ja, also alles zum Beispiel klar. Herrschaft zum Zerstören, Suchen, Retten und Hardcore. Muss man das auch beenden oder nur halten? Nur halten. Diesem Emblem nur halten. Okay, und hübsch tot, wie geht es damit weiter? Da müsst ihr 5 Positionen gehalten haben. Also 5 Positionen gehalten haben, also nicht beenden. Also ja, ihr müsst des, halt. Während des Klankriegs, alles klar. Auch nicht gleichzeitig, sondern halt insgesamt 5 gehalten. Okay, alles klar. Und mit dem Mumie-Emblem, was muss man da machen? Da müsst ihr eine Position 3 Tage halten im Klan. Eine Position 3 Tage halten, alles klar. Jetzt kommt das Ninja-Emblem, was muss man dafür machen? Ja, da müsst ihr am Ende den Klankrieg mit 5 Positionen beenden. Also man muss 5 Positionen halten und dann das den Klankrieg beenden. Ja, also am Ende müsst ihr halt 5 Positionen haben. Okay, und dann kriegt man das Ninja-Emblem. Alles klar, wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal sagen, im Hintergrund läuft ja ein Such- und Zerstören-Gameplay. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auf jeden Fall zacke ich erstmal die ersten 3 Runden so ein bisschen rum und spiele natürlich Sniper ein bisschen auf Skilly-Milly-Move und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, auf jeden Fall. Wenn ich dann am Verlieren bin, hole ich natürlich meine AK oder was auch immer raus, um die Gegner so ein bisschen zu bashen. Das habe ich hier auch in diesem Gameplay gemacht, das könnt ihr im Hintergrund sehen. Ich habe mir gedacht, halt mache ich heute mal ein Live-Gameplay über die Embleme und natürlich die Tarnung. Also haben wir jetzt schon alle Embleme durch oder? Nee. Was? Nach den Ninja kommt hier dieses Zwergenproblem. Ja. Okay. Ja, für das müsste einfach in die Golddivision kommen. In die Golddivision? Okay. Und das danach, das mit den 2 Hörnern, da muss man in die Platin-Division kommen, das weiß ich auch noch auswendig. Und danach kommt das Hotdog-Emblem. Was muss man dafür machen? Ja, dann müsst ihr einer unter den drittbesten sein von dem Santiago-Klankrieg. Santiago-Klankrieg, alles klar. Ist der schon gewesen oder kommt er noch? Der kommt noch, ne? Der kommt noch, ja. Wir hatten bisher den Las Vegas-Klankrieg, dann hatten wir noch was? Ohau hatten wir und jetzt haben wir gerade Caracas, ne? Ja, genau. Okay, also das Emblem haben wir auch durch. Jetzt kommen wir zu dem nächsten hier. Außer Sicht ist das, das Außer Sicht-Emblem. Was muss man dafür machen? Einer der besten 3 in welchen Klankrieg werden? Hallo, Peace, hörst du mich noch? Rio de Janeiro Klankrieg. Rio de Janeiro Klankrieg, alles klar. Und hier gibt's noch diesen, der so aussieht wie Robocop. Was muss man dafür machen? Da müsst ihr unter den drittbesten des Cape Canfaleralla Klankriegs sein. Ja, okay, die kommen alle noch. Das geht bis wohin geht das? Yucanta Klankrieg, aber ich denke mal. Willkommen im Dschungel, also die Klankriege, also nach diesen Piratenschädel, die kommen alle noch. Und momentan ist das ja der Klankrieg in Caracas. Dafür bekommt ihr das Büffel-Emblem. Und die anderen halt hier diese Krake und dieses, wie heißt das andere nach der Krake? Wie heißt das Emblem? Yeti-Emblem. Die Klankriege kommen auf jeden Fall noch. Da müsst ihr immer einer der besten 3 im Klankrieg sein.
Gut, kommen wir am besten mal jetzt zu den Tarnungen oder wollen wir erstmal das, ja, das Dreieck zeigen? Was sagst du? Das Fadenkreuz, ja. Ja, das können wir Das zeigen. Fahnenkreuz, was muss man dafür machen? Ja, da müsst ihr einfach einen Clankrieg gewinnen, ist egal in welcher Division. Ein Clankrieg gewinnen, um das Fahnenkreuz freizuschalten. Alles klar, gut. Kommen wir am besten jetzt zu den, ja. Uniform. Ja, ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal diese Waffentarnung. Was muss man dafür erstmal machen? Ach so, also für die linke Waffentarnung müsst ihr Genau, für die rote, ja. einen Clankrieg in der Golddivision oder höher gewinnen. Ein Clankrieg in der Golddivision oder höher gewinnen. Und Alles klar. für die Und rechte Tarnung müsst ihr mit eurem Clan Level 23 sein. okay, für die mit den Rosen, ne? Ja. Okay. Gut, jetzt kommen wir am besten zum ersten Kopf, also zu dieser roten Maske. Da Ja. muss man ein Da. Clankrieg oder zwei Zwei Clankriege schon? Clankriege in Zwei Golddivision Clankriege. oder höher gewinnen. Okay, zwei Clankriege müsst ihr auf jeden Fall dafür gewinnen. Um die erste Maske zu bekommen, also für die Waffentarnung müsst ihr einen Clankrieg gewinnen und für die erste Maske müsst ihr zwei Clankriege gewinnen, für die zweite Maske müsst ihr drei Clankriege gewinnen und für den ganzen Anzug müsst ihr am Ende vier Clankriege gewonnen haben. Dann habt ihr den ganzen Anzug komplett und ich hoffe, euch hat das Gameplay ein bisschen gefallen. Und was sagen wir am Ende noch? Natürlich noch. Ja, frohe Weihnachten Frohe und Weihnachten wünschen wir euch und kommt gut ins neue Jahr, aber wir sehen uns bestimmt auf jeden Fall nochmal davor. Und ich denke mal, ich mache jetzt öfter mal ein paar Live-Gameplays. Jetzt, das war schon ein bisschen dunkler, weiß jetzt, wie spät haben wir das? Hier. Wir haben das jetzt schon, ja, 11:30, ne? ja, absolut. Deswegen ist das so ein bisschen dunkel im Hintergrund. Auf jeden Fall, das hier mein Chefsessel hier, wie der Scarface-Boss auf jeden Fall noch hat. Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Yes am Start für euch. Macht's gut, halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.